Boah, das ist ja fast wie ein Sechser im Lotto. Cesar Guerini war ja ganz lange Zeit in Deutschland nicht aufzutreiben. Selbst einige Magazine wie Die Flinte oder sowas, als ich neulich dann mal angerufen hatte, sagten mir, sie kennen keinen Importeur aktuell. Ich glaube, da hat sich aber derzeit was dran geändert. Genau so ist es. Anfang 2020 haben wir das Ganze jetzt geändert. Mhm. Wir haben den Generalimport bei der Firma Sedlmayr übernommen. Mhm. Für Deutschland und für Österreich in dem Fall. Und deswegen sind Cesar Guerini-Flinten jetzt in Deutschland und Österreich wieder erhältlich. Das heißt, in Deutschland und in Österreich wird sie in Zukunft verfügbar sein. Mhm. Nicht bei jedem Händler, mhm, sondern wirklich bei Gebietsvertretern, sprich Händler, die wissen, was sie tun und den Kunden auch wirklich optimal beraten können. Mhm. Bei Cesar Guerini bietet Flinten an, die definitiv für jeden Jäger und vor allem für jeden Sportschützen sind. Und bieten aber gleichzeitig mit der Invictus-Serie ein einzigartiges System, das definitiv vom Profi für den Profi ist. Okay. Und können wir das ein bisschen genauer sehen? Können wir vielleicht mal eine auseinandernehmen? Aber sicher. Dass du das ein bisschen beschreibst, was? Aber sicher. Weil ich glaube, es gibt ja auch Patente bei Cesar Guerini. Genau so ist es. Die sie irgendwo einzigartig machen, dass du das vielleicht noch mal rausarbeiten könntest. Genau so ist es. Cesar Guerini bietet die mit der Invictus-Serie 1, 2, 3, 5 und 7 da einfach eine Flinte an, die bis zu 1 Million Schuss hält. In dem Fall, so wie du sie hier hast, die Invictus 1 Black M-Spec, so wie ich sie hier noch dabei hätte, das Modell Invictus 3. Von außen sieht sie genauso aus wie jede andere Flinte auch. Von innen allerdings ist sie grundlegend anders. Einmal den Vorderschaft, das Laufbündel und Hinterschaft mit etwas Kühle. Wir haben bei der Invictus-Serie 3 Besonderheiten verbaut, die alle drei in sich patentiert sind. Das ist zum einen hier im Vorderschaft das DTS Action Control System. Das erlaubt es im Endeffekt dem Besitzer der Waffe nur durch Einsatz eines Imbusschlüssels und entsprechend Verdrehen das Schließ- bzw. Öffnungsverhalten der Waffe zu individualisieren für den Schützen, so wie er das gerne hätte, fester im Brechen, leichter im Schließen, wie auch immer. Und gleichzeitig durch die Möglichkeit, dass ich es im Laufe des Lebens nachstelle, egal wie alt die Waffe ist, egal wie viele Schuss drauf sind, ich habe immer das optimale Gefühl, so wie ich das möchte. Egal, ob ich gerne ein ganz weiches, einfaches Brechverhalten hätte oder das besonders streng und schwer mag. Ich kann, egal vom ersten Schuss bis zum millionsten Schuss, hier exakt das gleiche Verhalten haben. Das DTS Action Control System, patentiertes System von Cesar Guerini. Der zweite patentierte Teil der Invictus-Serie ist die Kombination aus dem Invictus Cam und dem hier vorne goldenen Invictus Block. Die Besonderheit hierbei ist, dass die sogenannten Hinge Pins hier nicht wie bei normalen Flinten bzw. bei anderen Herstellern im Baskül vorne verbaut sind, sondern sie sind am Laufbündel, an den Laufhaken verbaut. Als solches ist es so, dass im Laufe des Lebens einer Flinte aufgrund des Schussverhaltens sich ein Verschleiß bildet. Das heißt, irgendwann schließt die Waffe nicht mehr ordentlich, es bilden sich hinten, bildet sich eine leichte Öffnung. Das heißt, um hier wirklich einen vollständigen Schluss wieder hinzukriegen, muss ich die Waffe dann nehmen, entweder zum Büchsenmachermeister bringen oder zum Hersteller schicken. Das kostet viel Zeit, das kostet viel Geld. Cesar Guerini hat sich da was anderes einfallen lassen, hat wie gesagt diese Hinge-Pins ans Laufbündel gebaut. Und wie man schön sieht, sind die Hinge-Pins eigentlich ein austauschbares Ersatzteil. Genauso wie den Invictus Block kriege ich den Invictus Cam in Hundertstelschritten größer und kann den durch ganz normales, handelsübliches Werkzeug innerhalb von kürzester Zeit mit wenig Fachwissen und ohne, dass ich eigentlich einen Hersteller oder Büchsenmachermeister bemühen muss, austauschen. Bedeutet, ich kann durch Austauschen des Invictus Block und des Invictus Cam selbst nach 500.000 Schuss wieder eine neuwertige Waffe herstellen, was das Schließverhalten betrifft, was die ganze Qualität der Waffe betrifft. Deswegen sagt Cesar Guerini auch, bei der Invictus-Serie ist es problemfrei möglich, 1 Million Schuss mit einer Flinte zu schießen. Und das macht einfach diese Invictus-Serie so einzigartig. Und nicht umsonst wird sie mittlerweile von immer mehr weltweit bekannten Sportschützen genutzt. So, und diese Invictus 3, lieber Sascha, ist direkt für euch zum Testen. Wollt auch ihr eine Invictus-Flinte testen, könnt ihr das problemfrei am Schießstand am Dornsberg oder in White Bird, Tim. Super, klasse. Stark. Wunderbar. Auf den Test, da freue ich mich richtig.